Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße dich herzlich willkommen zum ersten Teil der mehrteiligen Drum-Tutorial-Reihe Mastering the Hurter. Los geht's! Was ihr gerade gesehen und gehört habt, waren Fill-Ins, die mit dem Hurter ausgeschmückt waren. In dieser mehrteiligen Drum-Tutorial-Reihe geht es um die rhythmische Figur, die in erster Linie unter dem Begriff Hurter bekannt ist. Wir werden im Laufe der Reihe den Hurter richtig vertiefen. Wir werden den Hurter in verschiedenen Subdivisions spielen, verschiedene Akzente und Flames einbauen und den Hurter am Set orchestrieren. Die Noten zu meinen Videos findet ihr im Übrigen auf www.deinschlagzeuglehrer.de. Der Link zu meiner Seite steht in der Beschreibung dieses Videos. Abonnentinnen und Abonnenten von www.deinschlagzeuglehrer.de haben kostenlosen Zugang zu allen Noten und zu allen Videos. Alle anderen finden gegen ein kleines Entgelt die Noten auf meiner Homepage im Shop-Bereich. In diesem ersten Teil der mehrteiligen Drum-Tutorial-Reihe Mastering the Hurter klären wir zunächst die Basics. Was überhaupt ist ein Hurter? Und natürlich werden wir auch ein paar erste Übungen zum Kennenlernen des Hurters durchführen. Der Hurter ist ein sogenanntes Hybrid-Rudiment aus der Familie der Single-Stroke-Rolls. Single-Stroke-Rolls meint Einzelschläge, also rechte und linke Hand, abwechselnd geschlagen. Hybrid-Rudiments wiederum sind das Resultat der Kombination von zwei oder mehreren Rudiments zu einem neuen Muster oder einer neuen rhythmischen Zusammensetzung, wie es beim Hurter der Fall ist. Was aber genau meint Hurter oder ist ein Hurter? Ein Hurter sind zwei aufeinanderfolgende, schnell gespielte Single Strokes gleicher Notenlänge, gefolgt von genau um die Hälfte langsamer gespielter Single Strokes gleicher Notenlänge. Die Subdivision spielt dabei keine Rolle. Man kann einen Hurter in jedem beliebigen Notenwert spielen. Der Hurter wird oft auch als Single Stroke Double, Single Stroke Diddle oder Single Stroke Track beschrieben, da die beiden schnellen Single Strokes ziemlich ähnlich wie ein Double Stroke oder ein Track klingen. Man kann den Hurter auch von einem Three Stroke Ruff herleiten, welchen mindestens eine, möglich sind aber beliebig viele Noten folgen. Wer wissen möchte, was ein Three Stroke Ruff ist, der darf gerne auf den Link in der eingeblendeten Infokarte klicken. Den Hurter findet man so in ziemlich jeder Musikrichtung, da er rhythmisch vielseitig einsetzbar ist. Witzigerweise wird der Hurter auch als Billy Cobham Rudiment bezeichnet. Billy Cobham ist ein panamaisch-amerikanischer Fusion-Jazz-Schlagzeuger und auch Komponist. Und er war maßgeblich an der Entwicklung von Jazz-Rock und Fusion beteiligt. Er war unter anderem Mitglied im Mahavishnu Orchestra und hat auch auf Miles Davis' Album Bitches Brew mitgewirkt. Und er hat unzählige Solo-Alben herausgebracht. Bitte checkt diesen wahnsinnigen Schlagzeuger aus, Billy Cobham. Und man nennt es auch das Billy Cobham Rudiment, den Hurter, weil Billy Cobham diese Figur sehr, sehr gerne in seinen Fill-Ins eingesetzt hat. Ein unter den Alternative-Rockern bekannter Song ist No One Knows von Queen of the Stone Age. Dort hat Dave Grohl ebenfalls den Hurter in einem Fill-In eingesetzt. Und auch Travis Barker von Blink-182 ist ein Schlagzeuger, der gerne den Hurter benutzt, zum Beispiel zu hören in den Blink-180-Songs Violence oder Reckless Abandon. Bevor wir jetzt ein paar Vorübungen machen, spiele ich euch einmal den Hurter auf der Snare Drum vor. Also der
Hörter. Und wir machen das jetzt erstmal losgelöst, oder ich habe es auch gerade losgelöst von einer Taktart gemacht. Es hätte also jede x-beliebige Taktart sein können. Es hätte auch jede x-beliebige Subdivision, also Notenwert sein können. Und so machen wir es jetzt auch. Das heißt, die Vorübungen sind erstmal losgelöst von Taktarten oder bestimmten Subdivisions. Auch wenn ich das dann als Achtel- und Viertelnoten notiert habe, das ist einfach nur zum besseren Verständnis des Rhythmus, dass man sieht, dass zwei Noten schneller sind als die anderen. Ich empfehle jetzt zunächst einmal den Rhythmus zu klatschen. Der Rhythmus geklatscht klingt dann folgendermaßen. Wenn man den Rhythmus im Ohr hat, ist es eigentlich auch gar kein Problem, den dann auf einer Trommel oder wo auch immer man draufhauen möchte, zu spielen. Ich zähle jetzt immer mal bis 3 mit, denn das, was wir gerade machen, nennt man auch Three-Note-Hörter. Man kann ihn also auf 3 Noten, aber dazu ein anderes Mal, runterbrechen. Wenn ich jetzt immer bis 3 mitzähle, ist das folgendermaßen. Ich zähle also jetzt 3 vor und danach klatsche ich den Rhythmus und zähle weiterhin bis 3 mit. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wenn man das jetzt mal analysiert, passiert Folgendes. Zwischen 1 und 2 kommt noch ein Klatschen. Und natürlich wird auch auf 1, 2 und 3 klatschen. Das heißt, es sind insgesamt 4 Noten. Wobei auf 1, 2, 3 ein Klatschen kommt und eben zwischen 1 und 2 ein Klatschen. Nochmal, ich mache es noch langsamer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das wäre erstmal meine Empfehlung. Zählt es laut mit und klatscht den Rhythmus, denn wenn ihr den Rhythmus hört, dann kann euch eigentlich schon fast gar nichts mehr passieren. Nachdem wir den Rhythmus jetzt erfolgreich geklatscht haben und hoffentlich auch hören, wollen wir natürlich jetzt mal spielen. Wir beginnen mit der rechten Hand und wie ich ja eingangs erwähnte, es sind alles Single Strokes, das heißt, ihr müsst immer rechts, links abwechselnd schlagen. Und wenn ich das mal spreche vom Handsatz her, klingt der Rhythmus mit dem richtigen Handsatz, wie ich es jetzt gleich vorhabe, folgendermaßen. Rechts, links, 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 rechts, links. Und geschlagen sieht das dann wie folgt aus. Ich zähle euch wieder bis 3 ein und dann spiele ich den Rhythmus mal auf der Snare Drum vor. 1, 2, 3. Das Ganze mal ein bisschen schneller. 1, 2, 3. Und noch ein bisschen schneller. Jetzt haben wir den ja immer mit der rechten Hand begonnen, den Hörter-Rhythmus. Aber ich empfehle ausdrücklich, den natürlich auch mit links zu beginnen. Das heißt, dann ist der Handsatz links, rechts, 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 links, rechts. Auch mal auf der Snare Drum. Auch mal ein bisschen schneller. Und noch ein bisschen schneller. Wer trotzdem jetzt noch ein bisschen Probleme hat, diesen Rhythmus zu hören oder zu spielen, ich empfehle immer bei solchen rhythmischen Konstellationen, die Hände auf verschiedene Soundquellen aufzuteilen.
Am eindeutigsten ist oft, rechte Hand geht auf Tom 3, linke Hand geht auf Tom 1. Und wenn man dann den Rhythmus spielt, hört man nämlich auch eine Melodie, die innerhalb dieses Rhythmuses liegt. Ich beginne jetzt nochmal den Hörter mit der rechten Hand. Rechte Hand ist also auf Tom 3, linke Hand ist auf 1. Und hört man mal, wie dieser Rhythmus klingt, welche Melodie dem innewohnt. Gleich beginne ich jetzt mit der linken Hand. Das heißt, linke Hand bleibt auf Tom 1, rechte Hand bleibt auf Tom 3. Eben nur jetzt mit der linken Hand begonnen. Das ist also die Melodie des Hörters, wenn man die mal auf verschiedene Soundquellen aufteilt. Jetzt habe ich noch ein paar kleine Vorübungen, um vielleicht sich dem Hörter noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen detaillierter zu nähern. Und zwar wäre die erste Übung, dass ihr gar nicht mehr rechts, links abwechselnd spielt, sondern ihr spielt rechts begonnen, rechts, rechts, links. Das wäre dann folgendermaßen. Und dabei zählen wir jetzt immer bis 3 mit. Wir spielen einen Three-Note-Hörter und ihr werdet gleich verstehen, warum ich das mit euch mache. 1, 2, 3. Jetzt habe ich ja schon 3 Noten gespielt und ich habe ja auch gesagt, und ihr erinnert euch natürlich, der Hörter besteht aus 4 Noten. Das heißt, wo kommt jetzt da noch diese vierte Note hin? Und diese vierte Note ist genau zwischen meinen 2 rechten Schlägen. Das heißt, rechts, rechts, links wird zu rechts, links, rechts, links. Bedeutet, diesen Rhythmus hier hört man ja ziemlich gut. Rechts, rechts, links. Sind ja ganz gleichmäßige Noten, wie gesagt, der Notenwert spielt ja erstmal gar keine Rolle. Und die linke Hand jetzt in unserem Falle muss noch zwischen diese 2 rechten Schläge eingemogelt werden. Und das klingt dann, das habt ihr eben schon gehört, folgendermaßen. Und wenn ich jetzt mal genau das spiele, aber ich nehme diesen Zwischenschlag von meiner linken Hand, der zwischen den beiden rechten Schlägen liegt, auf meinen Oberschenkel, und den Schlag, den ich eben schon gemacht habe, wieder auf die Snare mit der linken Hand, merkt ihr, dass sich dieser Handsatz, dieser Sound, dieser Klang, dieser Rhythmus der von rechts, rechts, links gar nicht ändert. 1, 2, 3. Und wenn ich jetzt stattdessen wieder auf die Snare drum statt meinen Oberschenkel haue, haben wir genau die Hörterfigur, die wir die ganze Zeit schon brauchen. 1, 2, 3. Das ist dann wieder unsere Single-Stroke-Hörterfigur. Jetzt habe ich noch eine kleine Übung für euch, die ich euch mit an die Hand geben möchte. Und zwar ist das dann, ihr spielt einmal rechts, rechts, links und dann die Hörterfigur rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Das klingt dann folgendermaßen. 1, 2, 3.
Was ich euch eben mit dieser Übung zeigen möchte, ist, dass diese Figur rechts, rechts, links immer durchläuft und ihr eben dann nur zusätzlich diesen linken Schlag reinmogeln müsst. Natürlich an die richtige Stelle. Nichts mogeln, sondern natürlich präzise spielen. Das Ganze auch mit links beginnen. Das heißt, wir machen jetzt die Figur links, links, rechts, links, links, rechts. Eins, zwei, drei. Jetzt gespielt als Hörter und dann spielst einmal mit diesem rechten Schlag, weil jetzt kommt er zwischen den beiden linken Schlägen der rechte Schlag genau dazwischen. Einmal auf dem Oberschenkel gespielt und einmal auf der Snare ganz normal gespielt. Und hier auch einmal die Figur als Übung links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Eins, zwei, drei. Zum Abschluss der Vorübung möchte ich euch gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Nummer 1. Verwendet bitte ein Metronom. Der Klick ist dabei dann immer die 1, die 2 und die 3, so wie ich es eben gezählt habe. Das heißt, wenn ihr mit rechts beginnt, ist der Klick auf der ersten rechten, auf dem zweiten rechten Schlag und auf dem linken, auf dem zweiten linken. Oder wenn ihr mit links anfangt, ist die 1 und die 2 mit der linken Hand zusammen und die 3 mit der rechten. Und dann habt ihr eben diesen einen Zwischenschlag jeweils zwischen 1 und 2. Das Metronom hilft euch definitiv dabei, das Ganze besser rhythmisch einzusortieren. Und immer eine gute Sache ist, laut mitzuzählen. Also zählt laut mit. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute rhythmische Übung für alles, was wir so machen. Lautes Mitzählen ist top, auch wenn es viele nervt. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann ist das auch gar nicht mehr so tragisch. Also laut mitzählen, 1, 2, 3, das hilft euch definitiv auch, den Hörter zu meistern. Das war der erste Teil des Hörters. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like zu hinterlassen. Im zweiten Teil der Trump-Tutorial-Reihe Mastering the Hörter wird die Figur des Hörter mit Achteltrion verknüpft. Ihr dürft also gespannt sein. Bleibt bis dahin gesund und munter. Macht's gut. Euer Timo. Ciao.